herzlich willkommen bei unserem nächsten Geschenkevideo. Hallo, ich bin die Julia. Und ich bin die Maren. Wieder mal. Worum geht's heute? Heute geht's um Roll-Ons. Roll-Ons sind großartig. In der Handtasche. Ja, super praktisch. Ein Roll-On muss man immer dabei haben. Genau. Wurscht, ob es für die Kinder ist oder für einen selber. Für das ist, wenn es im Nacken einmal ein bisschen zwickt oder weil es einfach fein ist, wenn man was hat, damit man ein bisschen die Systeme runterfährt. Ja, und einfach ein bisschen entspannen kann. Genau. Wo verwenden wir die Roll-Ons überall? Ja, wie gesagt, also ich habe immer einen mit dabei, entweder in der Handtasche oder in der Jeans. Man, so ein Roll-On hat sofort Platz, immer genau. Dabei. Beim Sport, die Kinder nehmen mit in die Schule. Super zum Konzentrieren. Ich habe ihn voll gerne in der Arbeit mit. Wenn es da wieder super, super, super stressig ist, ist mein Ultra-Favorite einfach Stress Away mit Lavendel. Einfach einmal vielleicht auch diese bewusste Auszeit, den aufzutragen und darf durch zum Schnaufen und einfach wieder ein bisschen in die Kraft zum Kommen. Genau, also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten und Varianten, das zu nutzen und sie kosten ein paar Euro. Genau, und man braucht es immer und überall. Genau. Das ist einfach so. Und ich denke mal, ein super Kombi ist zum Beispiel für die Opas oder für die Papas Northern Lights Black Spruce und Valor. Das ist ein mega Kombi. Also abgesehen davon, dass ich überzeugt bin, dass jeder, wirklich jeder Valor braucht. Stimmt. Jeder braucht ein bisschen Mut und Selbstvertrauen und es riecht auch echt himmlisch. Himmlisch. Ich sage immer gern, so ein bisschen wie ein Heilbär führt mitten im Wald. Ja. Ist echt herrlich, genau. Wie funktioniert das jetzt? Ja, also man braucht so einen Roll-On, kann man sich online besorgen, kriegt man in der Apotheke genauso. Wichtig ist wieder, bitte nehmt ihn aus Glas, wirklich, also, und ja, es ist einfach hochwertig. Die Öle können das Plastik angreifen und das will man natürlich dann nicht auf unserer Haut haben. Genau. Wo es Unterschiede gibt, ist bei diesen Kugellager. Die gibt es eben aus Stahl oder aus Plastik und da würde ich auch auf jeden Fall den Rat geben, kauft sich da wirklich so Kugellager. Was meine super ultra favorite Geschichte ist, sind diese Kugelaufsätze, die es direkt bei Young Living gibt. Wir arbeiten ja ausschließlich mit den Ölen bei Young Living, weil wir einfach von der Qualität wirklich überzeugt sind. Und das ist eine mega coole Upcycling-Idee eigentlich. Also diese Roll-On-Aufsätze, die passen auf alle 5 ml und 15 ml Flaschen drauf, also auf alle kleinen und großen. Man gibt einfach den Tropfer raus, gibt es drauf, schraubt es zu und es ist erledigt. Und wenn ich da jetzt nur noch ganz ein bisschen was drinnen habe vom ätherischen Öl oder vielleicht ein leeres Flaschen habe, habe ich die Tropfen noch drinnen, pumpt das mit dem V6 auf, weil das ist ein Must-Have eigentlich. Gell? Stimmt. Mit dem mischen wir eigentlich alle unsere Roller. Ich arbeite sowieso auch ganz, ganz viel in der Naturkosmetik damit, als Ölbasis. Das ist ein Pflanzenfettkomplex aus verschiedenen Pflanzenfetten, das noch nichts riecht, keine Flecken hinterlässt. Super schnell entzirkt. Ja, einfach super praktisch genau. Ist er einfach. Es ist ja überall. In der Naturkosmetik, bei den Roll-Ons, ja, wir nehmen es überall. Genau, und der praktische Ding ist auch dieser Pumpaufsatz, weil du einfach super gut auch in diese Roll-Ons dann reinpumpen kannst und du dann nicht irgendwie so eine komische Schmirage hast. Und das hält da echt ewig. Also ich habe Roll-Ons teilweise in meiner Handtasche, wo man denkt, wow, der ist sicher schon ein Jahr alt und tut es nichts, der ist immer noch gut, das wird dann nicht ranzig, also das ist echt ein definitives Must-Have. Diese Rollaufsätze kann man sich eben mitbestellen, da kosten glaube ich 10 so Rollaufsätze um die 11 Euro und dann hat man schon einmal super vorgesorgt und die ganze Familie quasi eingedeckt mit Rollern. Genau. Wir haben da unsere Lieblingsmischungen, die verlinke ich euch unten noch in der Box. Genauso wie die Öle und das V6, damit ihr wisst, wie sie zu dem kommt. Ja, jetzt auch ein bisschen vom dem abgekommen.
Wir wollten sagen, wie man es eigentlich macht. Ja, stimmt! Wir wollten es sagen. Aber wir haben jetzt einmal alles geklärt, was wir brauchen, genau, und welche Möglichkeiten das gibt. Aber, also, wir haben da eine 10 ml Roll-On-Flasche zum Beispiel und da nimmt man ungefähr zwischen 5 und 15 Tropfen. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wie intensiv das man es haben möchte. Welche Öle das man nimmt, bei manches ist intensiver, manches ist eher mild. Genau. Bei den Kindern ein bisschen niedriger dosieren, so zwischen 5 und 10 Tropfen ungefähr. Mein Tipp ist immer, mischt euch zusammen, rollert zurück, genau, schaut, passt das für mich oder nicht. Wenn es mir zu wenig ist, gebe ich noch ein bisschen ätherisches Öl rein. Wenn es mir zu viel ist, gebe ich noch ein bisschen Fettöl rein. Also lasst einfach ein bisschen Spazi und dann schaut es einfach. Wir sind alle unterschiedlich, riechen alle unterschiedlich, gern die verschiedensten Düfte. Wir sind nicht gleich. Die Öle sind unterschiedlich. Genau. Also manches genau ist intensiver genau einfach und manches ist eben milder. Ausprobieren. Genau. Geht nur probieren, überstudieren, mehr oder weniger. Genau. Genau. Und ich finde es auch voll nett, man kann ja auch für die verschiedensten Lebenssituationen oder auch Gefühlsregungen so ein Rollerpaket machen für einen zum Beispiel. Ja, voll nett. Also wirklich voll nett. Da haben wir zum Beispiel so eine Geschenksverpackung vorbereitet. Und so sagst du, machst 3-4 verschiedene Roller und gibst es in die Schachtel. Also das ist voll lieb. Ist ja wirklich total nett. Kostet nicht viel und ist irrsinnig schnell gemacht. Zack, die Bohne. Fertig. Fertig, ein super tolles Geschenk. Genau. Ja, das war's von unserer Seite. Genau. Wenn es noch was gibt, wenn es noch Fragen gibt, meldet euch. Und sonst sehen wir uns hoffentlich morgen. Abonniert den Kanal, damit ihr die Info kriegt, wenn wir ein neues Video aufgeladen. Ja. Okay. So weit, so gut. Dann bis morgen. Einen schönen Tag noch. Ciao.